Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, in der Nähe von München und Berlin. Ja, mal wieder mein Videoblog. Genau, ich wollte noch sagen, es ist ja auch bald schon wieder Zeit für die Selbstliebe-Challenge Advanced. Kann man auch direkt einsteigen am 1.4. Und es geht dann auch wieder los, der Ex-Detox-Kurs. Und wenn du dich für Dating interessierst, schau auch mal meine Datingkurse und auf soulmatching.de vorbei, wo wir gerade die neue Dating-App basteln. So, ansonsten mich auf liebeship.de zu finden. Ja, okay, also wir haben jetzt heute Folge 16 und 17, nehmen wir uns mal vor. Ja, ich muss vielleicht noch was Allgemeines dazu sagen, aber gut, fangen wir mal mit 16 an. Also ich muss aber gleich sagen, ich fand es einfach irgendwie einfach nur krass alles. Ich weiß nicht, also auch so grundsätzlich. Also, das ist 15, 16. Nee, 16, 17, genau. Ja, also in 16 hatten wir mal wieder was Lustiges mit Emilia, die da sagt, ja, sie will, dass man sie erobert und dass er nicht nur so rum laviert und nichts macht. Und ja, gucken wir mal kurz rein. Das ist halt, wenn ich mehr oder weniger schon so erobert werde und wenn auch jemand so einfach so sein Mann steht und sagt so, hey, das ist meine Frau, halt, ich mag es nicht so, wenn die so ein bisschen so, ja, mal gucken und sondern ich finde es cool, wenn einfach einer so ein bisschen... Das ist mein Girl. Ja, genau. Ja, dann fragt man sich, also das ist eine der 25 Fragen, die man sich da stellen muss, diesmal, warum machst du diese elenden Mist mit dem Boxer? Wie heißt er noch gleich? Ihr wisst schon, wie ich meine. Ne? Es ist einfach schlimm. Es ist einfach schlimm. Und also er gibt sich, muss ihm noch nicht mal Mühe geben, sie irgendwie hinzuhalten. Er hat schon ein paar Mal gesagt, ja, dass sie bei ihm in der Friendzone ist und sie hört nicht auf. Meine, sie sind alle jung. Ist auch alles, können machen, was sie wollen. Ne? Aber ich kann das so also aus Dating-Beziehungssicht, manchmal denke ich, ich kann mir das nicht mehr angucken, ich kann es nicht mehr sehen, diese Scheiße, ich kann es einfach nicht mehr sehen, vielleicht habe ich auch zu viel von diesen Storys vorgelesen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht mehr sehen, es riecht mich so auf, also dieses, und dann sagen noch alle Freunde, nein, mach es nicht, und ja gut, dann ist da ja dieser Leo, glaube ich, im Hintergrund, der sie will, den will sie natürlich wieder nicht, wobei der auch zu viel Gas gibt. Also es ist immer die Frage, ist es so ein bisschen was Bindungsvermeidendes, Bindungsängstliches, wenn man nicht auf Leute steht, die einen mögen. Oder da gibt es, glaube ich, sogar auch ein Studio zu, aber ich meine ich zumindest, dass Frauen mehr auf Männer stehen, deren Gefühle nicht so hundertprozentig klar sind. So, es ist so ein Effekt, weil das sieht man immer wieder in diesen Sendungen, wenn man zu, ja, ich nehme dich, ich will dich, ist der Frau dann wieder zu langweilig, ne? Danach, nee, dann will sie ihn nicht irgendwie. Und andersrum ist es vielleicht auch oft so. Aber das ist irgendwie so deprimierend anzugucken. Und ich frage mich echt, wo führt denn das hin, dass wir alle keine Beziehungen mehr haben? Oder ich weiß es nicht, dass das auch... Ich weiß nicht. Aber gut, bevor wir dann noch ins Grundsätzliche gehen, habe ich noch eine Szene für euch, als dann... Ja, also Bianca hat ja echt einen guten Move gemacht, dass sie da von Adriano weg ist, als er sie nicht mehr wollte. Also zumindest, bis sie ihn dann doch wieder will, irgendwann scheinbar. Ja, die hatten dann, hatten sich dann zurückgezogen ins Wohnzimmer mit dem Paco, das ist ja ihr Neuer. Und es war wirklich mehrfach angekündigt, was jetzt, dass jetzt rumgeknutscht werden soll. Und ja, und dann liegen die da im Bett und dieser Kerl, dieser Schrank mit Muskeln und Tattoos traut sich dann nicht, sie zu küssen. Und dann sagt er, trau dich. Ich weiß nicht, was ist los heutzutage, also wirklich, trau dich. Und dann sagt sie, das finde ich super, super cool von Bianca, dann sagt sie, besten hier der Mann, ne? Total geil. Und ich glaube, an dem Punkt hat er auch Attraktivität total verloren, weil das ist aus meiner Warte für eine Frau, wenn man nicht in seiner Polarität ist, da kann der kein aussehen, wie er will, der kann so viele Tattoos haben, wie er will, der kann so viele Muskeln haben, wie er will, das ist für eine Frau ein Turn-off, ne? Und ich denke, das war für sie schon
Also gerade erfolgreiche Frauen, dann ist ein Mann sofort raus irgendwie, ne? Also, und klar, sie ist ja loyal, wie wir sie, und keine Ahnung, also, oder zumindest bis in dieser Folge, keine Ahnung, sehen wir, wenn das jetzt auch zu Ende durchziehen, aber das hat mich total deprimiert, zu sehen, dass es da auch wieder nicht weitergeht. Und dann kommen wir auch schon zur Folge 17, glaube ich, da habe ich jetzt gar nichts rausgeschritten, das war einfach so eine deprimierende Folge. Wir können es ja mal durchgehen. Also erstmal, ja, kommt dann auch gleich die Quittung, dass Bianca dann eben Paco doch nicht mehr so toll findet und wieder natürlich wieder dann Adriano ein bisschen hinterher schmachtet, wo ich so denke, ey, der Typ, der macht wirklich original nichts in der Sendung. Was ist mit diesen Frauen los? Der macht nichts, gar nichts. Der datet niemand. Der wird bis zum Ende durchgeschleppt. Ja, vielleicht, weil sie ihn mögen, ist ja auch alles gut. Er macht nichts, er stellt sich über alle, er macht nur einen auf Coach und ich begreife das nicht. Wieso hat ihn auch keiner damals ein bisschen kritisiert? Ich verstehe das alles nicht. Also vielleicht versteht ihr das, ich verstehe es nicht. Also es ist wirklich so deprimierend irgendwie. Dann haben wir von Finn Emma, gut, das ist ja auch nur, ja, ist halt noch mit durchgeschleppt, sieht man gar nichts, kriegen keine Sendezeit. Nicole und ihr Freund, wieso kann ich das jetzt hier nicht sehen? Ich habe es ja echt nicht so mit Namen. Also die von Folge 1 an, Nicole und Dennis, schlimm. Schlimm, also eigentlich sagt Dennis ja immer, ich war noch nie so richtig verschossen, aber ich kann Nicoles Verhalten auch, ich meine, sie ist, wie sie ist, ist ja auch alles in Ordnung, aber ich weiß nicht, dann dreht sich weg, dann, gut, ich meine, die hängen 24 Stunden aufeinander, ist auch völlig in Ordnung, aber trotzdem, dann, also sie setzt die ganze Zeit, setzt sie unsichere Signale und Dennis sagt meiner Ansicht nach völlig zu Recht, was soll das? Und dann sagt sie noch, sie wäre weiter als er, kann man gar nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, ich habe manchmal das Gefühl, er ist weiter als sie, also, oder sie ist irgendwie so verkorkst an dem Punkt, in Anführungsstrichen, ich weiß es nicht, also, das heißt verkorkst, also, kommt aus ihren eigenen Themen nicht raus? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann Amadou, Julia, null Drive drin, gibt ja Amadou auch zu, also meiner Ansicht nach auch ein Zweck-Couple, also vielleicht nicht von Julias Seite, aber von Amadou, null Drive drin. Ist einfach die Frau, mit der er das jetzt zu Ende bringt. Das ist sowieso, das ist für mich nicht Love Island, wo keiner was riskiert, keiner was wagt, alle versuchen das noch irgendwie zu Ende zu kriegen, alle freuen sich auf ihre Social-Media-Karriere, auf Instagram. Leute, es ist für mich einfach so fucking deprimierend. Ich weiß, das ist einfach total deprimierend. Ich kann sowas auch nicht mehr, ich kann so einen Scheiß nicht mehr gucken. Das ist auch für mich keine gute Unterhaltung mehr. Das ist einfach, und das einzige Paar, was ich echt mittlerweile gut finde, und ich hätte nie gesagt, dass ich das mal sage, ist Greta und Finn. Also Greta, finde ich, macht einen ganz anderen Eindruck als am Anfang. Ich meine, ich finde sie persönlich zu schnippisch, aber die haben wenigstens irgendwie, da ist was los bei den beiden, ne? Die, weiß ich nicht, da ist so Feuer drin, die kabbeln sich. Glaube jetzt auch nicht, dass das groß weiter trägt, aber vielleicht trägt es weiter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, aber es ist wenigstens ein richtiges Paar. Ne? Die benehmen sich wie ein Paar, haben auch so normale Paar-Themen so nicht, und hat man ja das Gefühl, die schaukeln sich so frustriert durch die Sendung und es ist einfach nur deprimierend. Also das ist, und weiß nicht wie das, und das ist jetzt die zweite Folge, die ich echt gerne geguckt, also zweite Sendeformat, was ich gerne geguckt habe, was ich einfach nur noch deprimierend finde. Davor war der Bachelor, das war für mich auch der absolute Abfuck. Das ist einfach sinnfrei, ohne Ende, wie das Ganze abgelaufen ist. Also ich frage mich mal, gibt es überhaupt noch Menschen, die irgendwie ehrlich sind, die, also kann man im Fernsehen vielleicht nicht erwarten, aber die irgendwie nicht ein Spielchen spielen, die nicht, weiß ich nicht, ihre Schachfiguren da hinstellen, wie sie wollen, wie es ihnen gerade passt und erzählen eine komplett andere Story dazu. Ich weiß nicht, das ist einfach deprimierend und ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob das so trägt auf die Dauer. Ich sag, das soll jetzt keine Influencer-Kritik sein. Ich meine, auf eine Art bin ich auch ein Influencer, aber man sollte vielleicht schon für irgendwas stehen und irgendwas anzubieten haben, als nur irgendwie Körper und schöne Fotos und ja, kann ich natürlich auch anzubieten, ja, Spaß. Aber okay, wisst schon, was ich meine. Also ich weiß nicht, das ist,
Also manchmal das Gefühl, es gibt einen großen Peng und dann will das irgendwie keiner mehr sehen, weil das ist einfach total deprimierend. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die ist auch nicht viel geguckt worden. Ich liebe ja eigentlich Love Island, aber die letzte war wirklich witzig. So, da war auch wirklich was los mit Henrik und Aurelia und was weiß ich. Und das ist einfach nur langweilig. Also wir konnten uns, ich habe viele mir geschrieben, dass sie da super viele Sachen nochmal verstanden haben. Das ist ja auch gut. Ich weiß aber ganz ehrlich nicht, ob ich das nochmal mache, weil das ist für mich, ich merke so, ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann es mir nicht mehr angucken. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt auch irgendwann der Tag, wo ich diese Storys nicht mehr vorlesen kann. Es ist einfach zu deprimierend. Also schreibt mir gerne mal wieder Erfolgsgeschichten und was gut läuft oder wo ihr eine gute Beziehung habt. Also ich dürfte gerne auch was anderes schreiben. Noch ist es ja nicht so weit. es ist mein Job, ich helfe euch gerne, macht auch die Kurse, es sagen immer wieder Leute, dass in den Kursen immer so viele neue Sachen für sie drin waren, aber so jetzt mal ganz persönlich, aus meiner Sicht, das auch dann im Fernsehen so zu sehen, dieses, weiß ich nicht, oberflächliche, leidenschaftslose, dahin geplätschert, nur irgendwie durch die Sendung kommen wollen und ach, das ist dann diesen, ach. Also könnte man manchmal meinen, die Welt entwickelt sich einfach nicht weiter. Ich weiß auch nicht. Also man freut sich ja, dass diese ganzen Konventionen so gestrichen werden und dass die Welt freier wird. Aber weiß ich nicht, wollen wir nicht eine freie Welt, wenn wir die dann irgendwann wieder haben, mal dazu nutzen, auch irgendwie Sachen aufzubauen, die wirklich einen Wert haben und eine Bedeutung und unsere Emotionen, unsere Leidenschaft reingehen und nicht irgendwie nur gucken, wie kommen wir jetzt möglichst schnell zu, weiß ich nicht, irgendein Foto, Social Media Account, wo ich dann Klamotten, die keiner braucht, präsentiere und auch da, ja, weiß ich nicht, nur eine Rolle spiele wieder, das, was ich vielleicht gar nicht bin. Also, das ist nicht, das ist einfach, ich weiß nicht. Aber gut, ich habe heute auch einen komischen Tag. Ich verstehe die Welt manchmal nicht. Naja. Aber gleich kommt ein sehr cooles um 19.30 Uhr, wenn ihr das heute am Samstag noch guckt. Ansonsten ist es schon draußen. Ein sehr cooles Interview mit Steffi Stahl. Da war mal wieder ein bisschen Fruchtfleisch, sag ich mal. Also das ist nicht nur leer, diese Frucht, da ist was drin. Guter Content. Finde ich zumindest. Also super schönes Gespräch. Guckt es euch unbedingt an. Und sagt mal eure Meinung, was ihr dazu denkt. Und ob ich das nochmal weiter kommentieren soll, also ich stand heute, habe ich das Gefühl, ey, ich ertrage das nicht mehr. Aber morgen ist ein anderer Tag und wir werden uns bald wiedersehen.